So, das Geheimnis ist gelüftet. Es war ja nicht so schwer, das müsst ihr zugeben. So, wie geht es denn nun weiter? Ganz wichtig ist nun, dass diese Kerben immer in die gleiche Richtung laufen. Der nächste Teil wird also hier an diesen beiden Seiten angefügt. Also am besten schaust du unten, es wird immer unten an der Kerbe wieder neu begonnen. Und den nächsten Teil, der wird mit zwei Seiten verbunden. Das geht auch ganz einfach. Ich nehme mir hier aus der Mitte der beiden Quadrate eine Masche heraus. Ich mache das mit einer Häkelnadel. Da geht das einfacher. Aus der Mitte eine Masche herausnehmen. Auf die Stricknadel. Und gleich aus dem Kettrand eine zweite Masche herausstricken, wenden und nun wird zugenommen nur mehr durch Herausstricken aus den Rändern, weil wir an beiden Rändern verbinden. Also zwei Maschen rechts stricken und gleich wieder eine Masche aus dem Kettrand herausstricken. Das geht ganz einfach, weil der Kettrand ganz deutlich abgesetzte einzelne Maschen hat. Und wieder wenden. Und wieder rechts abstricken, also alle Maschen rechts abstricken, keine Randmaschen nun, weil wir dann als letzte Masche immer eine Masche aus dem Rand herausstricken. Und das setzt du wieder fort, bis du wieder 25 Maschen in der Reihe hast, beziehungsweise die Randmaschen an beiden Seiten aufgebraucht sind. Auch hier darfst du wieder schummeln, wenn du ein, zwei Maschen. Wenn es sich um ein, zwei Maschen nicht genau ausgeht, ist das kein Problem. So, wichtig ist nun wieder nach der Reihe mit den 25 Maschen, dass du wieder auf einer Rückseite eine Kerbe ansetzt. Also auf der Rückseite wird wieder eine Reihe linker Maschen gestrickt, damit auf der Vorderseite wieder eine Kerbe entsteht. Also die Kerben müssen immer auf der gleichen Seite erscheinen, in unserem Fall auf der Außenseite natürlich. Also eine Reihe linker Maschen. Und danach wird wieder abgenommen, so wie schon gehabt. Eine Masche stricken, die zweite und dritte entweder zusammenstricken oder heben stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Also entweder rechts verschränkt zusammenstricken oder einfach nur zusammenstricken. Und wieder so lange, bis du nur mehr drei Maschen auf der Nadel hast und dann wieder die letzten drei Maschen ebenfalls rechts verschränkt zusammenstricken. Also du siehst, wir haben nun einen Boden mit zwei Seitenteilen. Die Kerben verlaufen in die gleiche Richtung, das ist ganz wichtig. Das heißt, auch den nächsten Teil beginnen wir dort, wo die Kerbe unten endet. Also es gibt nur eine Möglichkeit, wo sie hinkommen muss, damit die Kerben in die gleiche Richtung laufen. Und den dritten Seitenteil strickst du jetzt ganz genauso wie den zweiten Seitenteil. Das heißt, du nimmst aus der Mitte wieder mit einer Häkelnadel, du kannst es auch mit der Stricknadel versuchen, aber mit der Häkelnadel geht es einfacher, eine Masche herausholen und gleich aus dem Kettrand eine zweite Masche herausstricken, die Arbeit wenden und auch dieser Teil wird an beiden Seiten verbunden. Also zunehmen immer nur durch Herausstricken einer Masche aus dem Kettrand am Ende jeder Reihe. Wenden und die Maschen wieder rechts abstricken. Alle Maschen rechts abstricken, keine Randmasche. Und am Ende wieder eine Masche aus dem Kettrand herausstricken. Und so weiter, bis du wieder 25 Maschen auf der Nadel hast. Danach wieder auf der Innenseite eine Reihe linker Maschen stricken. Sollte sich das aus irgendeinem Grund übrigens nicht ausgehen,
dass die linke Reihe auf der Innenseite ist, dann strickst du einfach noch eine Reihe dazwischen und dann passt schon. So, ich schummel da ein bisschen. Ich habe hier eigentlich eine Masche mehr. Ich musste eine Masche mehr aufnehmen, also stricke ich bei der linken Reihe die ersten zwei Maschen zusammen, um das wieder auszugleichen. Also, wie du siehst, wie immer, schummeln ist erlaubt. Ach ja, was wird denn das? Eine Windradbörse oder Pinwheel Purse nach Frankie Brown. Ich habe es aber ein bisschen anders gemacht.